Moin bei kugelbahn.de und in diesem Video seht ihr, wie die Magnettransferclips funktionieren und wie diese montiert werden. Die kommen in diesem Luftpolsterumschlag und in einem Tütchen sind die drei Clips drin, wo die Magneten bereits aufgeklebt sind. Und hier in dem anderen Tütchen sind drei einzelne kleine Magnete drin. Die sind in dem Tütchen drin, damit die nicht aneinander haften. Und eine kleine Anleitung, wie das funktioniert, liegt auch noch mit in dem Umschlag bei. Die Transfererweiterung solltet ihr natürlich auch besitzen. Ebenso hilfreich zum Installieren der gegenpoligen Magnete jetzt ist ein bisschen Sekundenkleber. Dafür nehmt ihr erstmal diesen Stift des Transfers aus dem Basisstein raus und zwischen die grünen vorderen Pfeile wird es der gegenpolige Magnet aufgeklebt und dafür müssen wir natürlich erstmal rausfinden, welches die richtige bzw. die gegenpolige Seite des Magnetes ist. Dafür trenne ich jetzt von diesen dreien Magneten einen ab. Das geht ein bisschen schwierig, da nimmt man am besten den Nagel für, denn trotz der kleinen Größe heften die ganz gut aneinander. Und jetzt nehme ich den Clip dazu, wo ja der Magnet schon dran ist, und wickle den in so eine Folientüte ein, wo die drin verpackt waren am besten, und halte den kleinen Magneten, den ich gerade abgemacht habe, gegen diesen Clip-Magneten, und die Seite, die dann am Magneten dran klebt, mit der Seite muss der kleine Magnet dann auf den weißen Transferstein draufgeklebt werden, und so wäre dann die gegenpolige Seite zum Clip-Magneten auf dem Transfer draufgeklebt und würde so entsprechend arbeiten, wie es soll. Einfach ganz kurz merken, welches die richtige Seite ist und mit der nach oben auf den Tisch legen. Jetzt geht's los und wir brauchen den Sekundenkleber, und wenn man mit dem Kleber hantiert, am besten auch eine Unterlage, da reicht schon so ein kleines Blatt Papier. Und mit dem Sekundenkleber machen wir jetzt genau zwischen den Pfeilen vorne in der Mitte einen kleinen Klecks hin. Braucht gar nicht viel sein, der Magnet braucht ja nichts tragen, er braucht nur einfach da kleben bleiben. Und auf diesen Klecks, man kann es ganz gut erkennen hier, drücken wir einfach diesen kleinen Magneten fest. Darauf achten natürlich, dass die gegenpolige Seite auch wirklich nach oben zeigt. Einmal noch aus der Nähe betrachtet, und so muss der Magnet idealerweise auf dem Transfer sitzen. Ob das jetzt ein Millimeter vor oder zurück ist, ist nicht ganz so tragisch. Die Stärke lässt sich hinterher auch noch über den Clip variieren. Und man sieht hier, Sekundenkleber tut seine Arbeit. Schon nach wenigen Sekunden haftet der Magnet sehr gut auf dem weißen Transferstein. So, und jetzt kommt auch schon der letzte Schritt. Der Clip muss jetzt auf die Transferstange draufgedrückt werden. Das geht relativ einfach. Der Clip sitzt relativ stramm, lässt sich aber trotzdem noch drehen und auch problemlos nach oben und unten bewegen. Und so muss der dann drauf sitzen und dann einfach in die vorgesehene Halterung draufgesteckt werden. Und wenn der Magnet richtig geklebt wurde, dann federt der Transfer automatisch zurück. So, und damit wäre man fertig, sofern man natürlich auf alle drei Transfers die Magnete aufgeklebt hat. Und die Sachen gucken wir uns jetzt natürlich auch mal in Aktion an. Hier sieht man den elektrischen Aufzug, der die Kugeln immer wieder über die drei Transfers schickt. Und man sieht, die Kugeln haben schon ganz schön Schmackes drauf und hebeln die Transferplatte ziemlich aus den Angeln, aber es hält. Und funktioniert mit drei Transfers sehr zuverlässig. Ich zeige gleich nochmal, wie das mit sechs Transfers aussieht. Da klappt das nicht mehr ganz so gut. Da ist dann viel Tüftelei erforderlich. Okay, den ganzen Versuch jetzt nochmal mit sechs Transfers in Reihe geschaltet. Die vorderen haben noch meinen Prototypen dran, die habe ich in Rot ausgedruckt. Und man sieht hier, die Kugel kommt nicht ganz rüber und wird dann vom Magneten an dem einen Transfer noch festgehalten. Das heißt, ich habe hier eindeutig zu wenig Schwung. Und ich baue das mal gerade um. Zack, schon geschehen. Und ich habe jetzt die schnelle Schiene da dran gestellt an den Aufzug noch einen Tag höher gesetzt. Die Kugel startet jetzt quasi ins Leere, weil der erste Transfer mit dem ersten roten Clip nicht
in der Ausgangsstellung gewesen ist. Aber man sieht auch hier, die Kugel rollt schon ziemlich schnell an und versetzt den ersten Transfer meistens schon so in Schwingungen, dass die Übergabe oftmals gar nicht vernünftig klappt und die Kugel meistens gar nicht bis zum letzten hinkommt. Durch ein Verschieben des Magnetclips nach oben oder nach unten oder nach links oder rechts, einfach um die Kraft der Magneten etwas zu verändern und damit weniger Widerstand reinzubringen. Ich variiere jetzt nochmal ein bisschen an den Clips rum. Vielleicht nützt das was. Und wenn es halt wirklich optimal läuft, dann schafft die Kugel auch 6 Transfers, auch wenn hier jetzt einer hängen geblieben ist. Ist halt nicht ganz optimal. Funktioniert mit 3 Transfers, aber eigentlich sehr gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Abo für kugelbahn.de da, liked das Video und wenn ihr so einen Magnettransfer braucht, dann schaut doch einfach mal auf kugelbahn-shop.de vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.